Immobiliar wünscht gute Unterhaltung bei Jacobo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Victor Jacobo und Mike Müller. Dankeschön, Dankeschön. Party Casino! Dankeschön. Merci. Vielen Dank. Danke. Das, meine Damen und Herren, ist ein italienischer Chianti. Den saufen wir nicht. Nein. Nicht nachdem Italien unser schnusiges Tessin so schäbig behandelt. Sondern? Nein, ich glaube, das Fläschchen kommt weg. Ja. Ich habe dafür einen ausgezeichneten Oerlikon Blauburgunder zur Auswahl. Den werden wir jetzt auch gerade probieren, ja, Victor. Genau, das machen wir. Da ist auch schnell offen. Kannst du schnell einen Geruchstest machen? Das schmeckt super. Wir haben die Italiener nicht nötig. Wir haben unsere eigenen tollen Produkte. Achtung, das schaumt manchmal ein bisschen. Ja, das macht gar nichts. Ich schmecke jetzt schon da eins. Prost auf den Finanzplatz Lugano. Ja, cheers. Der Soulhund schlägt jeden Parolo, würde ich sagen. Unglaublich gut. Super gut. Wie sich der ausbreitet im Maus, ist auch das Ausgangsprodukt vom Odol. Mhm. Aber Hauptsache ein Schweizer Produkt. Ja, Steuerstreit mit Italien. Ja, das ist ja nach wie vor das Thema gewesen. Die Italiener machen uns das Leben schwer. Oder sie wollen eine neue Finanzordnung mit der Schweiz. Eigentlich erstaunlich für ein Land, wo man bis vor kurzem das Hausgeld in Form von Kaugummi und Tafel bekommen hat. Und weisst, ein bisschen sind unsere Banken auch noch ein bisschen geschuld. Oder? Die haben natürlich einfach nicht gewusst, wie man sich kulturell in diesem Land benimmt. Die haben nicht gewusst, dass sie halt dort Schutzgeld zahlen müssen. Oder? Und zwar weiss man in Italien auch, woher, dass man es dort zahlen muss. Direkt am Premierminister. Hey. Und ich sage dir, wenn es nicht parieren, die Italiener, dann haben wir noch eine weitere Waffe. Wir haben Michelle Hunziker. Oder? Wir können sagen, Maikli, du bleibst jetzt einmal ein bisschen da bei uns. Aber ich muss sagen, die Schweizer Regierung ist gestanden wie eine Eins. Jawohl, der Bundesrat Merz hat hart reagiert. Klar ist, dass wir nicht tatenlos zuschauen. Hey, da will ich dann den Italiener sehen. Da hat jetzt Angst. Der versteckt sich jetzt unter den Scheiben von Mutti. Ja, genau. Und alle Muttis in Italien müssen den Sugo noch schärfer kochen. Jawohl. Wegen ihm da. Hä? Klar ist, dass wir nicht tatenlos zuschauen. Oh, genau, genau. Ich weiß, die ganz liebe Affäre hat den Merz einfach viel schärfer gemacht. Ja. Sie hat ihn gestellt. Ja, die hat ihn richtig gestellt, ja. Also, es ist jetzt ja heute gerade im Sonntag, ist das geheime Protokoll zu lesen gewesen, wonach genau übersichtlich angeordnet ist, wie unsere Bundesräte mit den Libyern so umgegangen sind. Ja. Das ist ganz interessant gewesen. Ja, also der Merz kommt nicht so gut weg. Nein, in diesem Protokoll. Er hat ein bisschen geschummelt. Micheline Galmire hat am Gaddafi 100'000 Franken angeboten. Ist auch nicht so viel für einen Ölhändler. Ja. Und der Guschmann hat am Gaddafi einen Brief geschrieben, aber keine Antwort bekommen. Das ist die offizielle Erklärung. Wir haben dann aus inoffiziellen Kanälen auch noch anders erfahren. Und dort hat uns einer gesagt, also der beste Vorschlag am Gaddafi hätte ja der Bundesrat Leuenberger gemacht. Er hätte ihm nämlich angeboten, dass sie gemeinsam ihr 40-jähriges Amtsjubiläum feiern wollen. Jetzt, wir wissen nicht, was da noch geht in der Diplomatie. Wir munkeln ja nach wie vor, die Visa-Bestimmungen für die Libyer werden verschärft. Der Gaddafi hat sofort reagiert. Er boykottiert jetzt eines von unseren wichtigsten Produkten. Ein schwerer Schlag. Und im Gegenzug importiert er nur noch das hier. Passt besser zu den Geiselaffären, oder? Vor allem aus libyscher Sicht. Absolut. Also,
wenn man ja den Gaddafi so anschaut, auf Fotos, er ist ja ein schmucker Burscht. Oder die Uniform, die er trägt, da ist ja schon mehrfach in den Medien gerätselt worden, was bedeutet alles, die vielen Orden, die er da hat. Man hat es nie ganz herausgefunden. Wir haben eine scharfe Analyse gemacht und wir können euch ganz genau sagen, was er so hat. Zum Beispiel, wenn man nämlich den Kragen, den Hemperkragen genau anschaut, sieht man dort Folgendes. oder dann hat er zum Beispiel verschiedene Auszeichnungen bekommen. Ja. Zum Beispiel diese Auszeichnung hat er bekommen. Was bedeutet die? Das bedeutet, dass er ausgezeichnet worden ist, weil er kann ein Zelt in weniger als 10 Sekunden aufbauen. Wow. Weißt, das was mich sehr gefreut hat, ist, dass er offenbar ein leidenschaftlicher Kaffeerahmdeckeli-Sammler ist. Oder? Er heftet sich die auch selber an, die Kaffeerahmdeckeli. Ja. Und dann ist er besonders stolz auf ein internationales Diplom, wo man auch sieht, wenn man näher hinzoomt, ja, auf seine Uniform. Das muss man ja zuerst mal verdienen. Ja, oder das hat natürlich vermutlich die Auszeichnung vermutlich nicht geschafft. Nicht bekommen. Was ich ja am rührendsten finde, wenn man nämlich ganz genau anschaut, an Uniformhut, sieht man dort oben, er trägt Gob-Pfannenmärkli. Ja. Und das macht... Natürlich noch einen ganzen Haufen mehr Orden, die wir jetzt nicht alle zeigen können. Zum Beispiel sein Lieblingskamel hat mal ein Rennen gewonnen. Und nach dem Gewinn hat er die Medaille gerade weggenommen und sich an die Uniform angehängt. Oder, und der Rest, der noch dort drauf ist, stammt, ist eigentlich Wurfgemüse aus einer Tischbombe. Du, was heisst echt Pfannenmärkli auf Arabisch? Wallah, hat, hat, hat! Gut, also ich finde, wegen der Schweinegrippe müsste der Araber beim Reden echt Hanf vor's Maul haben. Das müsste man dann... Eigentlich schon, ja. Also, was mich ja gefreut hat in letzter Zeit, es gibt ja sehr viele Vermittlungsvorschläge. In dem Konflikt zwischen Libyen und der Schweiz, also Amnesty International hat schon mal einen Vorschlag gemacht, dann die islamischen Staaten haben wollen vermitteln. Und es gibt aber auch einzelne Privatpersonen, die zwischen der Schweiz und Libyen vermitteln. Ganz prominente Leute. Einer von denen ist zum Beispiel jetzt gerade in Tripolis und verbunden über Link mit uns. Willkommen, Hakan Yakin. Guten Abend, Herr Jacopo Müller. Ja, Herr Yakin, haben Sie bis jetzt eigentlich schon können mit dem Herrn Gaddafi persönlich reden? Ja, was soll ich sagen, schweigen? Also ich habe schon die halbe Wüste abgeklappert. Aber es ist sehr schwer herauszufinden, wer in welchem Zelt wohnt. Weil, also die Beduinen haben leider keine Briefkasten. Jetzt ist es also nicht selbstverständlich, dass ein prominenter Fußballer dort hinreist. Warum machen Sie das eigentlich? Ja, also, Gaddafi will ja verhindern, dass die Schweizer Nazi an der Fußball-WM in Südafrika kann schütten. Und das kann ich natürlich nicht zulassen. Haben Sie dann jetzt schon können oder sich überlegt, wie Sie den Herrn Gaddafi können bewegen von seiner harten Haltung wegzukommen? Ja, also ich dachte, zuerst wollte ich ein Plakat malen. Ja, wie damals im 95 mit der Aufschrift «Stop it, Gaddafi». Aber da bin ich plötzlich nicht mehr sicher gewesen, wie man Gaddafi schreibt. Also Sie haben ja, Herr Yakin, Sie sind ja lange in Katar gewesen und haben dort selber erlebt, wie das ist, wenn man gegen den eigenen Willen von einem arabischen Land festgehalten wird. Glauben Sie, dass Ihnen diese Erfahrung auch ein bisschen nützen wird? Nein, also, ich weiß auch nicht. Also ich denke, ich rede mehr von Vater zu Vater mit ihm, weil er hat ja 8 Kinder und ich habe schon 2. Nein, 3. Also bald 4, ja, glaube ich. Ja. Also jedenfalls, wir wünschen Ihnen viel Glück bei dieser Mission. Vielleicht am Schluss noch eine letzte Frage. Glauben Sie nicht, dass Ihre Mission ein bisschen zu spät kommt? Ja, so soll ich sagen, danke. Ich bin mir gewohnt, dass ich spät ins Spiel komme. Aber ja, bin immer für eine Überraschung gut. Vielleicht wissen Sie noch letztes Mal in der 87. Minute, wo ich reingekommen bin und mit dem Kopf mit links können, super Bass spielen und dann mit rechts Goal geschossen und dann gejubelt. Ja, danke und vielmals, das ist schön. Merci, wir reden später nochmal drüber. Danke, Hakan Yakin. Schöne Grüße auf Tripolis. Merci vielmals. Das ist der Hakan Yakin, alias David Bröckelmann.
Das Außenministerium von der Micheline Galmire ist diese Woche von Hacker angegriffen worden. Die haben die ganze Internetverbindung lahmgelegt. Mhm. Aber wir haben Abwehr gehabt. Also die Regierung hat wieder hart geschalten. Klar ist, dass wir nicht tatenlos zuschauen. Und er hat auch gesagt, er sei also dialogbereit, mit diesen Viren zu verhandeln. Gut, man muss sagen, die Hacker haben nicht viel gefunden. Sie haben vor allem die Liste mit dem Mittagsmenü vom Kader können knacken. Mhm. Aber das Ganze hat relativ schnell können beseitigt werden. Man hat dann vorgeschlagen, dass man am besten das ganze EDA runterfährt und wieder neu aufstartet. Und dann ist das alles, hat das alles wieder sehr gut funktioniert. Also eigentlich ist ja der Angriff nicht in erster Linie aufs EDA zielt gsi, sondern aufs VBS. Aber weil dort die Viren nicht eingekommen sind, das heisst, die Viren sind dort hingekommen und haben gemerkt, die verschiedenen Computer sind gar nicht kompatibel miteinander. Somit hat das Virus gar nicht können von Computer zu Computer starten und ist völlig verwirrt wieder gegangen und ins EDA zurück, oder? Das war natürlich ein Vorteil von dem ganzen Computerchaos im Militär. Ganz eindeutig. Aber wir lassen uns jetzt zuerst mal informieren lassen von einem Fachmann. Mein Name ist Dr. Klödi. Guten Abend wieder. Das VBS hat einen Durchnod in der EDV. Die Computerprogramme sind weder kompatibel noch kompatibel. Haha, kleiner Scherz zum Anfang. Im VBS gibt es 500 verschiedene Software und 2000 Applikationen. Das hat alles sehr viel Kosten nötig. Eingerechnet sind über 7000 gratis Brunnen zum obligatorischen Schiessen. Bevor es beim VBS einen Spamfilter installiert hat, hat jeder Beamte gemeint, bei einem Spam-Angebot mit dem Titel World of Warcraft 30% der Messung müssen sofort zuschlagen. Der Jens Alder hat jetzt aber einen dermassen starken Spamfilter beim VBS eingebaut, dass man wohl nicht einmal der Ueli Maurer ins Departement hier kommt. Wie hat das so weit kommen können? Nachdem der Generalstab gemerkt hat, dass der Begriff Computersimulation nichts mit Simulanten zu tun hat, hat er sich ein Programm eingerichtet, wo er am Computer in Königs eine Panzerschacht in Ostermundingen dirigieren kann. Viel Sport ist realisiert worden, dass die Software mit dem Namen Super Mario dafür nicht geeignet und auch nicht mit dem vermeintlichen Spionageabwehrprogramm Nintendo kompatibel ist. Die brutalsten Schlachten, die unsere Generale haben aber müssen führen, sind leider zwischen Mac und Microsoft. Die beiden Weltreligionen sind immer noch nicht kompatibel, obwohl jetzt Microsoft uns Schweizer entgegenkommt auf dem neuen Windows 7. Desktop sehen wir das Bild aus dem Appenzellerland. Wegen der Kompatibilität mit der derartigen Wanderszene muss das allerdings noch angepasst werden. Das hat dann aber der Ulrich Schlür unrealistisch gefunden und darum sieht der Desktop jetzt so aus. Und damit die Eidgenössische Demokratische Union auch zufrieden ist, da die Eidgenössische endgültige Version. Zum Schluss für das VBS noch zwei Tipps. Erstens, Mausfallen nützen nichts gegen Computermäuse. Zweitens, sie werden besser mit dem Computer vertraut, wenn sie dürfen heimnehmen und nicht mehr im Zeughaus abliefern. Und jeder Soldat sollte euch auseinander einhören und wieder zusammensetzen. Und das Wichtigste ist, testen Sie die teuren EDV-Geräte auf Kriegstauglichkeit. Guten Abend miteinander. Ich finde, mit dem Ueli Maurer ist eigentlich eine unglaubliche Leichtigkeit ins VBS. Coolness. Ja, wirklich. Coolness. Seit er in diesem Amt ist, ist dort alles viel einfacher. Man hat keine Flüger mehr, kein Geld mehr, kein EDV, kein Find mehr. Und trotzdem geht die Welt nicht unter. Ist doch cool. Ja, aber Mike, hey, sorry. Es sind 500 verschiedene Programme gehabt, die nicht können miteinander kommunizieren. Gut, das ist im Bundesrat auch so. Aber dort sind es nur 7 Programme und der Hacker hat es vor 2 Jahren rausgeschmissen. Oder? Aber, trotzdem. 2000 Applikationen, come on, man. Hey, 2000 Applikationen, ich als iPhone-Benutzer bekomme da glänzige Augen, das ist doch herrlich. Hey, aber schau doch jetzt mal die Kommandozentrale an. Also das ist die militärische Kommandozentrale. Sorry. Hä? Ja, lass mal bei all... Sieht geil aus, aber ja, ob aber die noch mithalten mit den neuen Kriegen. Bei all diesen Kriegen, bei all diesen Schlachten, wo die Schweiz in den letzten Jahren drin verwickelt war, das ist natürlich nicht spurlos an der Software und Hardware vom VBS vorbeigegangen. Das sieht man, ja. Außerdem ist es, hat man ja gewusst, es ist ja schon immer so gewesen, dass Sturmgewehr 90 ist ja unter Windows 98 auch nur gelaufen, wenn der Helm 71 aufgesetzt war und die Feldflasche 84 nebendran. Ja. Also heute müssen Sie ja schon froh sein, dass die Munition überhaupt zum Gewehr passt, oder? Ja, ja. Also Sie sind mit kleinen Kompatibilitäten sind schon zufrieden. Absolut. Jetzt haben Sie aber eine Lösung gefunden und die liegt drin im Jens Alder, Ex-Swisscom-Chef, der jetzt das ganze Puff aufräumen sollte.
Ich weiß nicht, vielleicht schafft er das wirklich, aber ob das Ganze von einem Ex-Swisscom-Mensch dann auch billiger wird. Ich habe das Gefühl, da fallen dann noch einige so Roaming-Kosten an, habe ich eben das Gefühl. Das ist für einen Jens Alder ein langer Weg, die Ordnung zu schaffen. Und er macht ja immer Lampen auf der letzten Meile. Das ist richtig, ja. Aber wir hatten weitere Probleme gehabt, zum Beispiel das eines der bekanntesten Produkte überhaupt, also oder populärste Getränk Red Bull, hat man herausgefunden, dass der Stoff, den man Taurin nennt, der drin ist, völlig wirkungslos ist. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Und das finde ich ein bisschen traurig. Ich meine, all die verschiedenen Stiere, die man umsonst kastriert hat, das Getränk hat offenbar keine Flügel, sondern nur kurze Beine. Und Sie müssen auch den Slogan ändern. Das heisst jetzt, Red Bull besteigt Hügel. Ja. Und Sie müssen vermutlich auch den Namen ändern. Wie? Rosa Bull oder so. Ja, oder vielleicht Red Ox. Mhm. Ja. Sie müssen auch das Logo ändern. Müssen Sie auch, ja. Das hat früher noch so ausgesehen. Und nachher möglicherweise so. Hm? Ja. Gut, ich muss sagen, das, was mich am meisten geweckt hat, wenn ich ein Red Bull gesoffen habe, das ist das Geräusch, wenn du Dosen aufmachst. Zsch, oder bist wach. Das ist ja das ist ein Effekt, den ich geliebt habe, dem Ganzen. Klar. Und es hat jetzt auch eine neue Studie gegeben, die sagt, Viagra hat gar keine Wirkung. Was? Ehrlich? Schon gut, das wollte ich nur testen. Schon gut. Ich habe das gar nicht, ich habe das nicht nötig. Das hat nichts mit mir zu tun. So. Übrigens, ich mache mal weiter. Ich habe ja so ein Panel. Hast du gesehen, Mike? Ich habe da so ein Panel mit Druckknöpfen drauf. Hast du nichts dort, gell? Vergleichbar. So. Ich habe einen Occasions VBS-Computer. Aber... Ah. Zum Glück könnt ihr nicht miteinander kommunizieren. Nein, der kann nicht einmal mit mir kommunizieren. Nein, ich glaube, der Virus versucht schon in dem Video, oder? Aber ich habe einen Knopf da drauf, das hat mir die Redaktion drauf. Wieso steht da Michael Mittermeier drauf? Auf dem Knopf. Ich weiß nicht, wieso es draufsteht, aber der spielt nächste Woche im Hallenstadion. Ja gut, aber es hat ja mit dem da nichts zu tun. Soll ich mal drauf? Ich drücke mal drauf. Hey, hallo Zürich! Hey, Wahnsinn! Hey, ihr Schweizer, ihr tut's mir echt leid! Hey, jetzt habt ihr den Gaddafi als Feind! Oh, hey, da wünscht ihr plötzlich den Pierre Steinbrück zurück, was? Rudi und Gaddafi, ja, die trinken Kaffee! Wahnsinn! Was ist das gewesen? Das war eine Fälschung, oder? Das war nicht der Mittermeier. Völlig Fälschung. Nein. Der hat er nicht so ausgesehen. Er hat so getönt, aber ja, nicht so ausgesehen. Oder? Drück noch mal. Soll ich noch mal drücken? Ja. Okay. Hey, Rudi und Gaddafi, ja, die trinken Kaffee. Blöd, Wahnsinn, hey! Hey. Das ist das Moment mal. Ja. Nein. Hey. Der Elsner war das. Ja, das ist unser junger Komiker, der hier bei uns... Nachwuchshaffnung, ja, oder? Ja, unsere Nachwuchshaffnung, die wir hier abrufen können, auf dem Knopf. Ja, der soll doch noch kommen, dann müssen wir nicht so bügeln. Der soll noch ein bisschen da, so runter. Hey, Rudi und Gaddafi! Ja, komm, das wird mir also langsam zu blöd tun, der hohe Schafsäcke oder was. Also ich muss sagen, was er am Schluss gesagt hat, wir ältere Komiker haben wenigstens noch ein bisschen Niveau. Mit dieser Kleidermode habe ich bewusst vor 20 Jahren gestoppt. Und zwar darum, weil sowieso alle 6 Jahre wieder das gleiche Mode wird. Zum Beispiel der Zweireiher da. Ist heute einfach wieder top aktuell. Genau. Und mit einem zeitlosen Herrenanzug liest du nie falsch. Schwierig ist es einfach für die Weiber in unserem Alter, die jetzt wieder Leggings über ihre orange Haut anlegen. Aber weißt du, die sind auch ein bisschen selber geschuld. Die hätten auch mal können sagen, mit mir nicht. Ich zum Beispiel habe die Bauchfreimode persönlich nie mitgemacht. Weißt du, warum die Magermodels auf dem Laufsteg hier kommen und dann wieder rausgehen? Hä?
weil hinten der Karl Lagerfeld mit einem Wiener Schnitzel winkt. Ja, du, aber der Lagerfeld, der hat doch so wahnsinnig abgenommen. Der sieht heute aus wie ein 17-Jähriger, der es gefriert getrocknet hat. Die Wagenmodels, die da höchstens ein Glas destilliertes Wasser und ein angeführtes Kleenex zu sich nehmen. Oder wie noch bin ich noch ein Knäckebrot? Genau, die schicken es den Sommer durch auf das Ungarn ab und in so eine ganze Lebenform, um sie für die Fashion Week wieder aufstopfen. Ja, weisst, wenn du so einem Magermodel ein Goldkettchen schenkst, kommt dir gerade ein Bandscheibenvorfall über. Ich schenke keiner Frau mehr Schmuck. Ich habe mal einer einen Pilzmantel gegeben von einem Schafhirt, der selber schlachtet. Hat hure gut ausgesehen, aber sie hat dann leider immer ein bisschen böckelt. Im Bistum St. Gallen kann man neuerdings partiell austreten. Aus der Kirche? Aus der Kirche, dann partiell. Dann bist du nach deiner Katholik Light. Für Männer ab 40 Katholik Zero. Dann gibt es noch Katholik Junior, aber das ist nur für Priester. Ja. Okay. Vermutlich ist es dann so, wenn du partiell austrittst, dass einfach einzelne Körperteile nicht mehr in der Kirche sind. Das ist natürlich noch schlau. Ah, ja. Aber wie ist denn das jetzt zum Beispiel beim Abendmahl? Das kann man dann machen. Man muss einfach das Essen wie die Soldaten selber mitbringen. Oder wie machen die das? Vermutlich, das ich weiß es nicht. Was ich sicher weiss, du kommst, wenn du partiell austrittst, trotzdem in den Himmel. Ah. Aber der Teufel hat auch 2 Wochen Besuchsrecht. Machst du das Kaffee? Hey, aber Moment, Mike, ich wollte keinen italienischen Kaffee. Nein. Gell? Kommt man nicht in die Tüte. Kein italienischer. Heute gibt es deutschen Kaffee. Sehr gut. Ich habe hier Jakobs goldenes Verwöhnaroma mit deutschen Eicheln geröstet. Oh, da freue ich mich. Der kommt zürichmäßig sicher an den Oerlikon ran. Das ist also im gleichen. Weißt du was? Weil das heute so einen guten Kaffee gibt, verzichte ich darauf. Wir geben den deutschen Kaffee am Body Casino. Super. Da fühlt er sich auch ein bisschen daheim. Ja. Ist es ja, nicht Gott, schön? Ja, super. Oh, ich weiß nicht, ich muss das saufen. So, Herr Casino. Wir haben weitere schöne Neuigkeiten aus dem glitzernden Feld vom Showbusiness. Ich meine, der grosse Womanizer, den es in der Schweiz gibt, hat wieder ein Fest gemacht. Und alle sind gekommen. Alle sind gekommen. Oder ich rede, Sie wissen von wem? Vom Arthur Kohn. Er hat wieder einmal eine Premiere gehabt von einem Film, vom gleichen Film, den er zum vierten Mal Premiere gemacht hat. Und er hat dort wieder Frauen empfangen. Jetzt müssen Sie mal schauen, zum Beispiel an Sophie Mutter, oder? Wenn er die empfangen hat. Also er knutscht sie ab, er will aufs Maul, aber sie weicht ihm aus. Sie hätte ihm im letzten Moment noch vom Maul her ausweichen können. Ist in dem Fall nur der Backen ein bisschen nass geworden und so. Aber er hat nicht nur Künstlerinnen, liegen ihm ja zu Füßen, auch Politikerinnen. Schauen Sie mal das an. Frau Leuthard, sie wehrt sich, sie tätschelt ihn, sie sagt, hör auf, Arthur, es ist genug, geh jetzt weg. Schluss jetzt, Arthur. Naja. Der Verband der Schweizerischen Fahrlehrer, der will die Pflichtstunden für Fahrschüler noch weiter aufsetzen. Wenn das Schule macht, werden natürlich andere Branchen nachziehen, oder? Der Verband wird sagen, dass man mindestens in der Beiz 20 Flaschen Bier saufen muss, bevor als man darf in den Laden Bier kaufen darf, um das daheim zu trinken. Mhm. Also, der Fahrausweis von der Zukunft ist ein 7-jähriges Studium mit Fachhochschulabschluss. Ja. Und jeder Fahrschüler muss zuerst 10 Stunden nehmen, um herauszufinden, welches sein bester Fahrlehrer wird sein, bevor er überhaupt die Fahrschule anfängt. Und wenn er dann im Auto sitzt, neben dem Fahrlehrer, sagt der Fahrlehrer zum Fahrschüler, wenn ich nichts sage, einfach geradeaus fahren bis zum nächsten Bankomat. Und was mir am meisten gefällt von den Forderungen von diesen Fahrlehrern ist, dass sie sagen, dass auch ältere Verkehrsteilnehmer immer wieder müssen, im Verkehrsgarten Nachhilfe unterrichten. Gute Fahrt. Schön, hä? Schön. Ja. Also, wir kommen jetzt zu einem ersten Live-Gast hier bei uns. Er ist ein Kollege von uns und er schafft es eigentlich immer wieder,
die kompliziertesten Themen uns allen logisch nachzubringen. Er ist eigentlich der König von der Syntax. Begrüßen Sie bitte den Piet Klocke. Meine sehr verehrten Damen, ich freue und bedanke mich, dass ich hier eingeladen worden bin. Ich habe mich mehrfach beworben, einmal mit einer Arbeit aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Es ging da um Echsenverfolgung. Das ist abgelehnt. Und jetzt hat es endlich geklappt mit einer kleinen philosophischen Arbeit mit dem Titel Leben, eine Zumutung, aber muss ja. Und ich war gestern schon hier in der wunderbaren Stadt und habe dort in einem wunderbaren, herrlichen 4-Stunden-Hotel in einem Café, im Café gesessen und habe so etwas gegrübelt. Auch darüber, mein Gott, noch mal, nicht, wenn ich mal nicht mehr bin, wer denkt das alles eigentlich zu Ende? Nicht, das ist. Aber wie gesagt, ich bin dann auch auf mein Thema, was ich heute mit Ihnen kurz durch, ich werde das auch nicht abfragen hinterher. Es geht um ein Thema, was schon seit Jahrzehnten nicht mehr richtig und zwar Männer und Frauen. Und zwar die Situation, ich habe die nun sehr verfolgt. Ich bin auch froh drum, dass sich inzwischen die Frauen, also dass es jetzt so ist, dass die beide doch mehr oder weniger gleichgeschlechtlich, gleich. Nur es ist eben halt, der Mann ist, bitte lassen Sie mich eine Sache zu Ende. Der Mann ist halt, es gibt gerade der sensible Mann, ich meine der andere, der überholt uns weiter in der Waschstraße. Nein, aber der sensible Mann, der weiß da, weiß, und das finde ich falsch. Nicht? Denn wir Männer brauchen unseren, wie sagt das Stichwort, wir brauchen unseren Schemel nicht hinters Licht zu führen. Wir haben, was haben wir nicht alles? Die Frau hat auch ihre Geschichte, nicht? Rein hysterisch, aber das, der Mann kann doch auf sich, was, mein Gott, wer hat denn? Nicht, wer hat denn seinerzeit vor 400 Meter, da waren Sie noch auf dem Reißbrett, ich habe das ja alles mit. Da haben wir doch das Feuer zum Beispiel, haben wir mit in die Ehe gelegt. Und das war früher, war das, heute greifen die Dinge, Männer und Frauen, und früher war das, waren die Bereiche, verstehen Sie, die Bereiche waren eindeutiger. Nicht wahr? Ich kann mich erinnern, damals hatte man als Mann mit einer Hand zwei Mufflons auf den Grill geworfen und mit der anderen hat man das in eine Höhle gezeichnet, nicht? Das war der Bereich des Mannes und die Frau hatte ihren. Die stand dann daneben und hat mit dem Kopf geschüttelt. Also, oder hier, bitte. Oder hier früher im Viertelfinale, im 14. Jahrhundert, Entschuldigung. Im 14. Jahrhundert, da war es ja auch. Da sind wir ja in Kreuzzügen nach Süden gefahren und haben dort, da war es klar, eindeutig der Mann, wenn da jemand dem den Helm abgenommen hat, nicht, dann wusste er, jawohl, hätte ich mein Pferd halt früher verkaufen müssen. Und die Frau saß zu Hause auf ihrem Schloss und wenn die das nach 7 Jahren erfuhr, dass ihr Gatte, dann, die hatte dann ihre Aufgabe, nicht? Die musste dann halt sich darum kümmern, dass sie jemand aus der Unterwäsche lötet, nicht? Ja, bitte, und mein Moment, Sie lachen. Und heutzutage ist das alles, nicht? Wer kann heute überhaupt noch löten, richtig, nicht? Vielen Dank. Piet Klocke. Piet Klocke. So, und damit wir jetzt wieder ein bisschen Klarheit bekommen, begrüßen wir einen weiteren Gesprächsgast an diesem Tisch. Er ist ein Nationalrat, stammt aus dem Luzernischen.
Er ist Mitglied von der SVP-Fraktion, allerdings eine von der gemütlichen Sorte. Das zeigt auch schon sein Tätigkeitsgebiet. Er handelt nämlich mit Schmine. Begrüßen Sie bitte Nationalrat Felix Müri. Bitte sehr. Herr Müri, willkommen bei uns. Danke. Sie sind, wie gesagt, Mitglied von der grössten und stärksten Partei. Und eine breite Partei. Genau, die repräsentieren Sie ja auch immer wieder. Der Mike seinerzeit auch mal, er hat jetzt aber gewechselt zu der schmalen SP. Aha. Schade. Ja, Sie können noch zurückgewinnen. Also er ist ziemlich korrupt eigentlich. Nein, aber Herr Müri, wie gesagt, grosse, starke Partei, aber warum schiessen die wegen 4 Minaretti in die Hose? Ja, heute sind es 4 und morgen sind es vielleicht 12 und übermorgen sind es dann noch mehr. Vielleicht. Vielleicht. Und wenn nicht? Wenn nicht, wenn wir alle Nein sagen. Ah, dann, und Sie meinen, also, wenn wir jetzt Ja sagen, dann schiessen die wie Pilze aus dem Boden, die Minarette? Ja, gewisse Gefahr ist schon da, selbstverständlich. Und was ist dort drin? In den Minaretten? Ja. Nein, da, zuerst kommen die Minaretten, dann kommen die Lautsprecher rundherum und dann hörst du jeden Sonntag nachher ein Rufen, Halamulala und so weiter und dann kommen sie dann. Also sie rufen Halamulala. Ja, endlich mal einer, der auch Arabisch kann wie ich. Ja. Wir könnten das auch das Protokoll vielleicht noch mal buchstabieren, Halamulala. Herr Müri. Halamulala. Genau. Halamulala. Das dort wie das Parteiprogramm von der SVP. Und Halamulala. Giacomo Müller nachschauen. Okay. Herr Müri, ja. Sie sind ja eigentlich ein Gewerbler, oder? Sie handeln mit Schmine. Kann man davon leben? Jein, teilweise. Also die Leute dürfen jetzt schon noch ein bisschen mehr Schmine und Schweden verkaufen. Das ist etwas Gemütliches, ein bisschen Feuer, ein Glas Rotwein, ein Bärenfähli. Ja, oh. Da braucht es kein Viagra, Herr Giacomo. Ja, das stimmt, das ist wahr. Kein Viagra. Mit dem Schmine? Ja, das bringt schon ein bisschen die gewisse Atmosphäre an und alles. Also, und, auf dem Bärenfell vorne ja, da. Ja, richtig, hervorragend. Ein bisschen Latex dazu. Und nein, eben nicht. Weil Latex ist feuergefährlich, oder? Ja, das wäre ein Heikel. Aber ein Glas Rotwein. Ein Glas Rotwein, genau. Wir würden Ihnen den gerne anbieten, aber er ist so grauenhaft. Ich kann Ihnen das nicht antun. Wir haben auch nicht ein weiteres Glas. Das ist jetzt eigentlich peinlich, wieder für die SRG. Ja, das ist gut. Die würden übrigens so geht man mit deutschen Gästen um. Ja, genau. Herr Müri, Sie haben ja einen unkonventionellen Wahlkampf gefeiert. Sie haben ja, das können wir vielleicht gerade mal sehen, das ist also das offizielle Werbebild von Herrn Müri. Ein bisschen angelehnt am George Clooney. Ja, gleich. Der gleicht mir schon ein bisschen. Ich habe nicht gedacht, wo Sie hier gekommen sind, habe ich zuerst gemeint, mein Gott, ist der George. Aber ich weiss, wie das ist, ich werde ja immer mit dem Brad Pitt verwechseln. Nein, Sie haben ja da ein bisschen Lampen bekommen, glaube ich, mit denen, die den Kaffee herstellt. Wie heisst die Firma wieder? Inkarum. Nein, ist eine andere. Also ich weiss es auch nicht, weil sie haben weder eine Kaffeemaschine noch sonst etwas geschickt. Also ich kenne die auch nicht. Sind ein bisschen humorlos. Ich hätte eigentlich warten nach dieser Werbung. Ja, natürlich. Sie sind ein bisschen humorlos dort. Ja, also jetzt wechseln sie meine Lederhosen und etwas Einkaufbier das nächste Mal. Jetzt, Sie sind als SVP-Nationalrat auch in der Begnadigungskommission inne. Also Sie können jetzt wahllos einfach ein bisschen Leute begnadigen. Sie können zum Beispiel den Merz begnadigen, wenn Sie wollen, oder? Ja, wir haben nur die ganz Schlimmen. Ah. Ja, also das muss da schon ganz Herz und Herz gehen. Ja, also haben Sie da Einfluss auf den Fall Polanski? Auch nicht. Nein, leider nicht. Aber ich denke, der kommt dann irgendwann mal, wird er schon noch begnadigt. Einfach nicht in der Schweiz, vielleicht in Amerika. Zum Ausliefern, ja, genau. Ja, man muss, was man gemacht hat, da muss man halt mal gerade stoppen. Das stimmt. Also wenn Sie mich fragen, der Arthur Kohn in den USA, wird er verhaftet nach dem, was er da gemacht hat mit der Doris Leuthard? Die Frage ist, ob Doris Leuthard ein Auslieferungsbegehren stellt. Ich würde sagen, Sie laden dann dort hin. Sie sind ja... Sie haben wirklich die ganze Tour gemacht. Sie sind SVP-Präsident auf lokaler Ebene, dann glaube ich kantonal im Luzernischen, jetzt eben im Nationalrat. Und Sie sind auch ein Sportler. Ich habe gehört sagen, Sie seien kürzlich einen Marathon gelaufen. Es ist, also ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber schwer vorzustellen.
Ja, ich glaube schon, dass das Müller, aber es ist doch so. Man traut uns das nicht es zu. Es ist richtig, wie er sagt, es ist schwer vorzustellen. Ja. Du musst es einfach und schwer die Idee vom Luzern-Marathon ist, wir wollen den Breitensport fördern. Und darum hat man mich genommen, oder? Also ihr von der SVP habt immer eine populistische Entschuldigung für alles. Ja, wir sind am Nachbarn. Aber Chapeau, muss ich also sagen. Aber jetzt mal ehrlich, habt ihr eine Abkürzung genommen? Ja, also, nein, ich habe beschissen. Nein, wir Parlamentarier haben eine Staffette gemacht, oder? Ja. Und haben das aufgeteilt, 13 Kilometer, 6 Kilometer und einer ist noch 2 Kilometer gelaufen. aber auch 2 Kilometer. Jetzt. Wenn man das umrechnet auf meine 117 Kilo, wären es dann eigentlich etwa 30 Kilometer gewesen. Wird das anerkannt vom das Olympischen Komitee? Ja, sie haben extra ein bisschen schieben und dann anerkennen sie das. Nein, das Problem ist, sie haben eine breite Bar gehabt am Schluss, wenn sie ins Ziel kommen. Aber es ist alles gut gegangen. Also sie haben nicht so breite Bar, sie haben den Ziel aufgebaut, umgerissen, wo nein, sie aber schon noch nicht gerade, oder? Nicht gerade, aber ich bin froh, sie, wie ich dann sie sind ja auch ein unkonventioneller SVPler. Das heisst, sie haben einmal gewagt, gegen die Kandidatur von Christoph Blocher in den Bundesrat Stellung zu nehmen und für den Ueli Maurer. Das hat ja jetzt zu einem guten Ergebnis geführt. Ist ja mittlerweile der coolste Bundesrat, oder? Muss man ja sagen. Und der Christoph Blocher, der ist jetzt immer mehr in Reisen in Länder, die ihm gefällt, Nordkorea und so. Und ich habe gesehen, dass er eigentlich gar nicht mehr so laut ist. Man hat ihm ja vorher immer geworfen, er ist so ein bisschen laut und so, sondern dass er jetzt eigentlich fast pantomimisch kann zeigen, wo die Richtung für die SVP durchgeht. Das hat der letzte bei Tele Blocher, hat er das gezeigt? Unglaublich. Also ihr armen Keiben müsst jetzt herausfinden, was er meint mit dem, oder? Ja gut, also eins ist gesehen nach rechts, das habe ich begriffen, das geradeaus ist auch klar, aber was das nach links hat sollen, da bin ich auch nicht raus. Ja. Aber ich frage nicht. Da komme ich jetzt auch nicht. Ein gefürchiger Linksrutsch. Ja hoffentlich nicht, aber wenn man solche Reisen macht, wer weiß, oder? Herr Kloche, was sagen Sie eigentlich zu dem ganzen Problem? Ja, Politik ist immer schon eine sehr interessante Sache gewesen. Und wir in Deutschland, wir haben ja jetzt, also da wird jetzt gerade das Triathlon neu. Und wir haben, ja, wie soll ich sagen, also es ist Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb, Mann. Schwarz-Gelb. Herr Müri, wenn Sie jemanden im Nationalrat den Redner zuhören, da gibt es häufig auch solche, die eine ähnliche Syntax haben wie der Herr Kloche, oder? Ja, also, ja, man weiss eigentlich auch nie, wo am Schluss, ja, genau. Würdet ihr eine Aufnahmepartei eigentlich? Muss ich zuerst den Mörgeli fragen. Ja, okay. Gut. Ich wollte sagen, Sie hätten schon genug von denen, aber trotzdem. Sie haben ja, von Ihnen hat man eine schöne Anekdote hat man können lesen. Sie haben einmal im Nationalrat telefonieren und haben das Handy für ihn genommen und haben aus Versehen die Fernbedienung vom Hotel dabei gehabt. Wieso, ja. Wieso sind Sie eigentlich nicht VBS-Chef geworden mit dem, mit dem Hintergrund? Also es war mir schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber am Morgen gehst du aus dem Hotel und da kommt so der Kontrollgriff, oder? Schlüssel, jawohl, Portemonnaie, jawohl, Handy, jawohl. Da natürlich nicht gewusst, dass es Fernbedienung ist. Ich habe gefunden, dass sie einen gemütlichen, ruhigen Morgen gesehen hat. Kein Telefon, nichts. Ich dachte, jetzt gehe ich gleich mal raus telefonieren und habe sie dafür genommen, wo der Fernbedienung war. Ja. Dafür konnte ich im Bundeshaus alle Fernseher umstellen.
Schaut noch viel Fernsehen dort? Ja, ja, also dabei bleibt nicht Freude, weil die Fernbedienung ist eigentlich da gewesen. Wieso schaltet jetzt die Fernseher um? Und ich hatte keine Welle Staatskrise auslösen. Und Sie sind doch ein kleiner Anarchist, eigentlich. Nein, ich habe gerne Spass. Ja. Übrigens, lassen Sie sich impfen? Nein, nein. Nicht? Also ich nehme es in flüssiger Form, etwas essen, etwas trinken, etwas essen. Hilft auch, bin eigentlich rund und gesund. Aber den Pix nicht. Den Pix lassen Sie nicht machen. Ja, nein. Keine Spritze und so. Ja, haben Sie sich beeinflussen lassen von Ihrem Schweizer Nationalratskollegen, Herrn Föhn, der gesagt hat, findet ihr das etwas ganz Gefürchtiges, die Impfung? Das kann ja schon fast eine Staatskrise auslösen, oder? Hat er gesagt. Ah, ja. Also nicht gerade so. Er gut, hat, Sie haben dort unten den Föhn und der bläst alles weg. Und dort unten müssen Sie natürlich schon nicht. Ah, das ist er selber, der das wegbläst? Ja, er ist der Peter Föhn. Er hat direkt Connection zum Föhn. Aha. Das habe ich nicht gewusst. Ich wüsste, dass das nein, so noch viel geht. Nicht, aber ich würde es ins Protokoll eintragen. Ja, gut. Also trägt du das mal ein. Und also, wenn Sie wegen gewissen Warnungen, Gesundheitswarnungen, werden wir ja vom Bundesamt für Gesundheit immer schön bedient mit Spots. Wir schauen gerade einen an. Grüezi miteinander. Geht es Ihnen nicht so gut? Haben Sie Fieber? Finden Sie keinen Schlaf? Dann haben Sie wahrscheinlich Drogen genommen. Bevor Sie wieder zum Dealer gehen, tun Sie gut mit Säufen und Wasser die Hände waschen. Sonst übertreibt der Dealer ihre Kokainspuren an einen Polizist, der Polizist an einen Parksünder, der Parksünder seinen Arbeitskollegen und am Schluss landet die halbe Schweiz in der Kiste. Messe ist im Fall kein Witz. So, also. Und damit sind wir beim Ausblick auf die nächste Woche. Das VBS wird eine neue Software installieren. Dann könnt General von Bern aus den Schneepflug vom Flughafen Samaden dirigieren. Red Bull gibt die fällige Namensänderung bekannt und nennt sich neu Dead Bull. Und wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Gästen, allen voran Felix Müri mit seiner Fernbedienung und am Piet Glocke mit seiner Syntax. Dankeschön, dass ihr zu uns gekommen seid. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Ciao zusammen, habt eine schöne Zeit. Gute Nacht miteinander, macht's gut. Jacobo Müller, Late Service Public, wurde gespannt.